Ja, so mein üblicher Text, Start Recording hat funktioniert, also die Recording wird gestartet. Hallo, der Bart von Osterholz, heute ohne große orange Hände und ich zeige euch mal, was ich so in letzter Zeit mit der Wärmebildkamera alles aufgenommen habe. Ich hatte sie öfter mal dabei, bin so rumgelaufen, so keine Riesenaufnahmen geworden, aber immerhin und ich merke schon, ich muss heute mal gucken, ich bin seitenverkehrt, ich muss noch so ein bisschen um das Bild herum gucken, damit ihr was zu gucken habt. Und vor allen Dingen muss ich bei jedem Filmschnipsel das Bild immer, also den Film wieder zu Anfang zurückspulen, weil ich häufig schon mal zwischendurch reingeguckt hatte. So, das ist jetzt mein Garten, mein Carport. Ach ja, ob die Aufnahmen tagsüber oder nachtsüber gemacht worden sind, ist vollkommen egal. Tageslicht spielt für eine Wärmekamera keine Rolle. Das kann höchstens damit zusammenhängen, wenn es tagsüber mal ein bisschen wärmer war, sieht man es vielleicht ein bisschen anders, aber sonst. Da steht mein Rasenmäher, da steht ein Motorrad. Ja, das Interessante ist, dass es unterhalb der Fahrzeuge ein Tick wärmer ist als drumherum, ohne dass ich damit gefahren wäre. Wir haben aktuell tiefsten Winter, ne, also falls man das Video jetzt sehr, sehr viel später mal sehen sollte. Wir haben heute den 11., ich glaube 11. Januar, 12. Januar haben wir schon wieder. Und entsprechend sind die Dinger hier so Ende Dezember, über den Dezember hinweg aufgenommen worden. Jetzt muss ich hier irgendwie rüber gucken, und zwar dahin. Und dann sehe ich mich zwar selber nicht mehr. Warte mal, könnt ihr eigentlich die Maus sehen? Das kann ich mal. Ah ja, ihr könnt die Maus sehen, das ist gut, weil hier und da muss ich vielleicht mal zeigen. Da oder da. Drücken wir mal auf Play. Ach ja, kein Stativ bei zweifacher Vergrößerung. Das wackelt. Ja, sieht immer noch so aus wie mein Carport. Noch ein Motorrad, auch da drunter ist es wert. Ach, ich weiß schon, was das sein könnte. Ich habe hier Gehwegplatten drunter liegen. Und die Gehwegplatten speichern sicherlich mehr Wärme als der Rasen. Das könnte natürlich auch sein. Ja, da stapelt übrigens die Gehwegplatten ganz nebenbei. Jetzt tektonische Erdbeben. Meine Heizung. Also das Außendings von der Heizung, wie ihr seht, weiß glühend. Nein, ist es natürlich nicht. Ne? Aber das ist so ein Dingens. Hier innen wird die heiße, verbrauchte Luft ausgestoßen und hier außen wird die kalte Luft praktisch hier entlang eingesogen und daher kommen dann diese interessanten Wärmedings raus. Ne? Interessant ist auch, dass die Wärmebildkamera den Qualm sehr gut sehen kann. Das war schon der erste. Da ging er fix, wa? So, nehmen wir gleich den nächsten. So. Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist eine... Ich würde mal sagen, die ganze Gegend sieht so aus. Sehr flach, sehr breit, Windräder. Und hier habe ich mich einfach an den Straßenrand gestellt, weil ich habe irgendwelches Viehzeug gesehen. Das hier müssten eigentlich alles, diese weißen Punkte müssten Saatkrähen sein. Und dann kann man schon den Hinweis sehen, dass diese Wärmebildkamera auch relativ gut wärmegedämmte Viecher, ne, durch Federn wie Vögel, als glühend weiße Punkte wahrnimmt. Also sie sind da. Da kann man auch den Beweis antreten, sie fliegen. Wieder tektonische, der ist an mir vorbeigefahren. Hier kann man auch, halt, ich muss immer aufpassen, wo ich hier hinklicke, weil der bleibt nicht automatisch stehen. Hitze vom Auspuff wird unten auf der Straße reflektiert, das geht. Durch Scheiben kann man nicht hindurch gucken mit einer Wärmebildkamera, aber man sieht sehr schön, dass die Rücklichter glühen. Das ist nicht das Licht, was man wahrnimmt, ne? Deswegen kann man hier auch keinen Scheinwerfer sehen. Das ist kein Licht, das ist Hitze, die innerhalb der Rückleuchten leuchten. Ja. Und da haben wir sie. Ja, also meine bezaubernde Freundin besteht ja darauf, dass das Rehe wären. Ich halte es für Alpakas. Das Ganze ist aufgenommen im Halbdunkel auf eine ziemlich große Entfernung. Ich habe den Laserentfernungsmesser da jetzt nicht eingesetzt. War noch alles ganz neu. Aber ich glaube, es sind Alpakas, die da rumfleuchen. Die flattern so von Dings zu Dings, flattern Alpakas durch die Gegend. Genau, da ist noch ein Alpaka, ein schwarzes. Ja. Und da hinten sieht man wärmegedämmte Häuser. Also leidlich wärmegedämmte Häuser. Und noch mehr Salatkrähen. Ja, der Stall. Der Stall leuchtet natürlich wie Sau. Den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, weil er hinter Bäumen verborgen war. Mehr rührt sich da auch nicht. Da merkt man, wir sind hier in einer Kulturlandschaft, in der es wildes Viehzeug nicht mehr so wahnsinnig viel gibt. Der nächste bitte. Bitte, der nächste. Ja, immer schön an Anfang. Das ist nochmal dieselbe Ecke. Was hatte ich da wieder vor? Ich hatte noch irgendwas Besonderes. Genau hier im Vorfeld wollte ich mal gucken, ob hier vielleicht Mäuse oder sowas rumspringen. Aber da war eigentlich nichts. Aber interessanterweise drehe ich mich gleich nochmal um und gucke mir die Windräder an.
Ich dachte mir ja, die Turbinen müssen ja Wärme produzieren. Da sollte man eigentlich sehen können. Ja, viele, viele Krähen da so vor sich hin. Komm, dreh dich. Schneller. Naja, alles freie Hand, ne? Nur mal hinne, die Zuschauer, die ersten schalten schon ab. Denen wird das schon langweilig. Da sind nochmal die Rehe-Alpakas. Ich hatte an dem Tag kein Fernglas dabei. Ich konnte also nicht verifizieren, was das ist. Aber ich erinnere mich, dass sie weiß waren. Von daher halte ich Rehe für unwahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt gucken wir uns endlich Windräder an. Man sieht also, der Betonsockel der Windräder ist deutlich wärmer. Dass die Narbe richtig warm ist, kann ich mir vorstellen, da wird sicherlich wärmefrei. Aber dass zum Beispiel auch die Rotorblätter, die ja vom Wind ständig umstrichen werden, irgendwie wärmer sind als der Rest der Welt, fand ich schon interessant. Hochspannungsleitung. Haus, da sieht man mal, wie groß das Ding ist. Auch hier der Sockel viel wärmer als die Umgebung. So, was haben wir da? Irgendwas sehr, sehr Helles. Das könnte ein Elefant sein. Halte ich für unwahrscheinlich. Apropos, ich könnte ja mal in den Tiergarten gehen und da mal vor mich hin filmen. Wäre bestimmt interessant. Das könnten... Nee, ich weiß nicht, ein Auto ist es wohl nicht. Es sei denn, es steht irgendwie sehr unglücklich. Aber irgendwas geheizt ist offenbar. Da ist irgendwas. Ich tippe auf eine Krähe, aber auch... Eine einzelne schwarze Krähe auf diese Entfernung überhaupt wahrzunehmen im Halbdunkel. Und hier ist es ein glühender weißer Punkt. Ja, es funktioniert, die Technologie. Die Technologie. Ah ja, mein Auto. Jetzt wird es nochmal wackelig. Was habe ich jetzt wieder gesehen? Nee, habe ich gar nichts gesehen. Da habe ich nur wahllos in der Gegend herumgezeigt. So, was haben wir hier? Ah, ich weiß, das ist hier... Das ist so der Wald um eine stillgelegte Eisenbahntrasse. Das ist hier so als Spaziergehgebiet bestens bekannt. Also alle Hunde weit und breit kennen es. Da sind auch wieder welche. Weil natürlich jeder fährt hierher. Es ist wunderschön da. Ne? Das ist ein richtig schöner, fetter Wald. Und ja, hier sieht man die geparkten Autos. Man sieht übrigens auch immer dieses unscharf-scharf werden. Ich filme hier auf sehr kurze Distanzen. Ein Autofokus gibt es nicht. Ich muss also von Hand immer nachstellen. Ja, und deswegen wackelt das auch schön beim Nachstellen und deswegen, ja, scharf, unscharf. Und hier kann man natürlich sehen, Reifen sind warm, Bremsscheiben sind erst recht warm. Ich tippe mal auf, dass die Motorhaube auch noch warm ist. Jawohl, da kann man auch gesehen, das Getriebe unten ist auch warm. Nanu, ein Teflon? Sekunde, ich muss mal eben unterbrechen, das geht hier irgendwo. Klick. So, da bin ich wieder. War ein unterhaltsames, lustiges Gespräch über einen Hausverkauf. Leider keins von meinen. Leider keins von meinen. Das klingt, als hätte ich mehrere Häuser. Das ist gut für die Gerüchtebildung. So, wo war ich stehen geblieben, bevor ich rüde unterbrochen wurde? Ich glaube, wir waren hier bei irgendwelchen Motoren und genau, jetzt wieder tektonische Ereignisse. Dadurch resultiert dieses Geschüttel. Außerdem habe ich da noch nicht so richtig gewusst, dass das Ding manchmal sich nachjustiert. Dann können Schatten existieren. Nee, mittlerweile weiß ich. Das ist ein Köter. Das sieht man auf Anhieb. Ich fand es nur sehr interessant, mal kräftig draufzuhalten. Ich habe sogar die Besitzerin gefragt, ob ihr das auch recht ist, dass ich... Da haben wir genau diesen Schatten, ne? Automatische Nachjustierung. Wenn man das nicht richtig macht, gibt es einen Schatten. Ja, ich habe auch einen Schatten. Immerhin wissen wir jetzt, wie ein Hund in Wärmebild aussieht. Für also die Katzenhalter unter euch müssen das ja wissen. Ne, wenn ihr Wauzi viel zu warm vom Katzenjagen nach Hause kommt, noch kaut. So, was haben wir hier? Warte mal, ich muss hier... Naja, das geht auch so. Der ist auch am Anfang, das ist gut. Das ist Jod. Ich glaube fast, das ist jetzt noch die gleiche Ecke. Huch. Solche kurzen Schnipsel lösche ich normalerweise. Habe ich hier wohl verpennt. Ja. Muh. Aus purer Verzweiflung, weil ich nichts anderes gefunden habe. Halt. Weil ich nichts anderes gefunden habe, habe ich so ein paar umherstehende Kühe. Quasi Autoscheibe runter... Man kann ja nicht vom Auto durch die Scheibe nach draußen Wärme bildern. Das geht nicht, man muss die Scheibe schon runter machen. Hier bremse ich es nur ab, weil da ist wieder irgendein Vogel oder sowas. Da hinten auch. Und das finde ich an diesem, und da oben, das sind tatsächlich Vögel. Das sind also nicht irgendwelche komischen weißen Bilder. Da sitzen Vögel in den Bäumen. Das finde ich so faszinierend bei diesem Wärmebildkram, dass das echt so krass aussieht. Ich schiebe euch mal auf die andere Seite rüber hier. So,
kann ich mich selber besser sehen. Ja, ja, wenn ich, mu, sag ich nur. Ausdrücklich mu. Ja, sind halt Kühe, die im Dreck liegen. Im kalten Dreck. Und offenbar warm genug dafür sind. Schiebe ich mal derweil hier mein Ding. Das Fensterchen, mit dem ich das nächste Video auswähle, seht ihr nämlich nicht. Das finde ich ganz praktisch an der Geschichte. Warum habe ich da einen mit dem falschen Namen dazwischen? Das ist eine völlig andere Datei. Was macht die da? Naja, egal. Was ist das? Ah, jetzt weiß ich. Das ist hier Gut Sandbeck. Und das ist der Ententeich. Ja, und interessant ist auch hier wieder zu sehen, erstens, die Köpfchen sind das, was am meisten Wärme abstrahlt. Und zweitens, im Wasser spiegelt sich auch die Wärmeabstrahlung. Denk dran, Licht interessiert diesen Apparat nicht. Wobei Infrarotlicht natürlich auch letztlich eigentlich Licht ist. Demzufolge verhält es sich auch so. Das Grünzeug ist natürlich pechschwarz, was alles kalt ist. Das ist seine Gaude da. Ja, quack, quack, sag ich nur. Das Unterholz da hinten hat noch eine warme Kante, so möchte ich das mal nehmen. Nehmen, ja, sagen, was ist das hier? Was ist das für ein Video? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt weiß ich wieder. Stopp. So sieht das aus, was ich sehe im Sucher. Aufgezeichnet wird ja nur das reine Bild ohne alles. Was ich im Sucher des Gerätes sehe, ist natürlich eine Batterieanzeige. Dann immer das hier. Da sind eigentlich nur zusammengefasst, welche Art, also welche Farbeinstellungen habe ich, welche digitale Vergrößerung, ne, also die analoge optische Vergrößerung, ist ja immer 2,1-fach, soweit ich mich erinnere. Ich kann aber digital vergrößern, was aber ehrlich gesagt genauso wenig Sinn macht wie bei Kameras. Dann haben wir hier eine, wenn man so rot-grün und was weiß ich alles haben will, kann man das da sehen, M wie manuell. Na, ihr habt vorhin gesehen, diesen schwarzen Schatten, der sich ergibt. Also wenn er das automatisch macht, dann macht er das immer wieder und macht fast jedes Mal einen Schatten. Also habe ich gesagt, manuell, ich mache das selber. So, dann gibt es auch keine Schatten mehr. Das ist Wi-Fi. Ja, man kann das Signal, also das Bild, kann man per Wi-Fi aufs Handy übertragen, aufzeichnen. Man kann auch das Gerät bedienen. Ja, die Einstellungen kann man alles über Handy machen. Das ist, habe ich vergessen, das könnte der, nee, Bildstabi hat er ja nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und das ist das Mikrofon. Das eingebaute Mikrofon, das man ein- und ausschalten kann. Haha, habe ich ein Video drüber gemacht. Es existiert quasi nicht. Das ist der Kompass. Den habe ich hier nur eingeschaltet, weil er ist da. Normalerweise schalte ich ihn aus, weil ich muss nicht wissen, in welche Himmelsrichtung ich gerade filme. Und das ist Seitenneigung und Höhenneigung. Das ist auch hier mit drin. Und hier unten drunter, unterhalb, wo ich es nicht aufzeichnen kann mit einem externen Gerät, da ist der Laser-Entfernungsmesser. Also das, was Sinn macht, ausgerechnet, das kann ich so nicht aufzeichnen. Und im Gerät selber kann ich es ohnehin nicht aufzeichnen. Ich muss es mir merken. Ja, das ist halt so, ne? Ja, hier kann man so sehen, es wackelt, es dreht, es schüttelt. Das ist hier oben im Studio gemacht. Also nicht irgendwo draußen in freier Wildbahn, sondern einfach mal eben ausprobiert. Ja, nächster. Das ist mein Carport, genau. Offensichtlich bin ich mit dem Auto gerade nach Hause gekommen. Das ist wieder die Heizungsdingens. Da kann man sehr schön sehen, ich habe eine Metalltür nach hinten hin. Was steht denn da vor? Keine Ahnung. Also ich habe eine Metalltür nach hinten und die Metalltür leitet natürlich Wärme. Das Thermopenglas ist nicht nur Thermopen, jede Art von Glas ist praktisch komplett undurchsichtig, weil es kommt nichts raus. Küchenfenster, auch hier, komplett undurchsichtig. Schlafzimmerfenster, weitgehend auch unten, nicht weitgehend, komplett undurchsichtig. Und Krimskrams, der so rumsteht halt. Sind wir schon durch? Ja, oben noch rübergeschossen. Oh, mein Dach kommt, glaube ich, gleich noch. Genau, das ist mein Dach. Da kann man, ich habe nicht irgendwie eine Neonbeleuchtung oben unterm Dach, obwohl das ja sehr schick aussieht, muss ich sagen. Sondern das sind einfach so die kleinen Wärmebrücken, die da oben raus an der Isolierung vorbei vor sich hin leuchten. Und das ist sehr, sehr empfindlich, das Bild. Halt, was war das eben? Ach, das war im Carport, das waren die Neonlampe, die da oben angeht. Die waren ein bisschen warm. Ja, wir kommen auch noch zu interessanteren Bildern. Ne? Das ist also nicht nur so Kasperkram. Das hier ist meine Heizung im Haus. Nicht wahnsinnig interessant, aber schön zu sehen. Die weiß glühenden Heizungsrohre. Ne? Also zwei nebeneinander. Man kann recht gut sehen, welches das Warmwasserrohr ist. Ja, da ist es isoliert. Da wird es... Das, was isoliert ist, da sieht man fast nichts durch, sondern da reflektiert sich nur die Wärme, die hinten direkt aus der Heizung kommt. Das verschwindet oben im Gebälk, der Übergang. Man sieht, darunter ist wahrscheinlich die Wärmedämmung suboptimal.
Ja, sehr schön unscharf auf diese Entfernung. Ich bin vielleicht 1,5 Meter davon weg. Warte, da war noch irgendwas Interessantes. Ich glaube, Spinnenweben kann man da irgendwo sehen. Oder sind wir schon vorbei? Also, wenn man in der Wärmebildkamera die Spinnenweben sehen kann. Heulewitzka, dann ist das wirklich empfindlich, das Ding. Da oben laufen dann die Heizungsrohre entlang unter einer, wie nennt sich das, diese Rigipsplatten, ne? So eine Kante, wo die ganzen Rohre dann drunter langlaufen. Das ist ja alles später gemacht. Ne? Das Ding ist Baujahr 1932 hier, der Anbau. Das kann man vielleicht mal erwähnen. Mein Haupthaus, also das, wo drin ich jetzt auch gerade sitze, ist Baujahr 1910. Ne? Und dieser Anbau, wo zum Beispiel das Innenklo verbaut ist, das ist 1932 und da habe ich hinten noch einen Anbau, der ist von 1972. Ich habe also drei verschiedene Baugenehmigungen und ich habe drei verschiedene Siegel. Kaiserlich-Preußisches Bauamt, Reichsadler-Ministerium und dann 72 der Bundesadler. Find's immer wieder schön. Ich gucke mir das manchmal gerne an. Ja, da läuft dann das Heizungsrohr um die Ecke. Jetzt stürzen wir mittels tektonischer Plattenbewegungen, erdbebenähnlich nach drüben in die Küche. Da, wo ich übrigens mit der Wärmebildkamera schon mal war, ne? Und da haben wir jetzt Heizkörper. Das ist klar, ne? Weiß glühend kommt das warme Wasser und füllt nur die obere Hälfte der Heizung. Das ist ja klar, oben ist heiß und je kälter es wird, desto mehr sinkt es nach unten. Ist ja logisch. Ja, so sieht es aus, wenn man es scharf stellt. Und da an der anderen Seite führen dann Rohre nach unten. Genau, weiß glühend läuft das Wasser, also die Lava, da wird Lava durchgepumpt. Ja, bei mir stehen Sturmgewehre in der Küche, das ist halt bei manchen Leuten so. Das ist jetzt unter den Fliesen, geht da eine Leitung rüber, von der das Wohnzimmer gespeist wird. Hier weiß man wenigstens, wo die Rohre liegen. Ne? Ja, auch hier wieder Scharfstellung, Gewackel. Wir kommen gleich noch wieder nach draußen und gucken wilde Tiere, ja. Also wilde Tiere, Tiere in der Wildnis. Die sind deswegen nicht wild, aber sind Wildtiere. So, machen wir weiter. Genug gewackelt. Sind wir schon durch? Sind wir schon durch? Ja. Sind wir schon da? Oh, Silvester. Das ist Silvester. Da fährt gerade ein glühend heißes Auto vorbei. Auch hier wieder interessant zu sehen, kein Scheinwerfer. Weil geworfener Schein interessiert das Wärmebild nicht. Interessant war auch, ich dachte, ich sehe da so psch, Wärmebild und Raketen und Peng-Bumm. Und das sieht auch aus wie 8-Bit-Gepixel, weil nur die glühenden Kugeln sind tatsächlich warm genug, während diese Funken, die in alle Richtungen stieben, sind auf diese Entfernung, die sind ja mikroskopisch sozusagen, werden einfach nicht wahrgenommen. Das sieht aus wie eine 8-Bit-Grafik, wenn das da rumfliegt. Ja, das meinte ich, ne? Aber achtet mal drauf, die Rauchwölkchen und übrigens auch die Bäume, ne? Also das ist pechschwarze Nacht, das ist Mitternacht, das ist Silvester halt, ne? Neujahr. Die Bäume sind alle nicht zu sehen im Dunkeln. Die Wärmebildkamera sieht sie. Wenn ich also nach oben filme, oh, da ist der Leuchtkram, habe ich die Bäume nicht gesehen. Erst im Wärmebild sieht man, überall Bäume davor. Merkwürdig. So, natürlich immer, wenn ich filme, haben sie natürlich gerade nicht geballert. Das ist ja normal, aber da kommt noch ein bisschen was. Wie gesagt, die ganzen Bäume sind im Normalleben nicht wahrnehmbar in der Dunkelheit. Hier war da noch irgendwas, warte mal. Ja, hier muss ich nachher noch was rausschneiden. Ich habe meine Freundin mit drauf gehabt und das fand sie nicht so gut. Und deswegen muss ich es gleich nachträglich rausschnipseln. Auch hier, ne? Gebäude, das sind unbewohnter Schuppen, deswegen ist ja so dunkel. So, hier an dieser Stelle hatte ich jetzt rausgeschnitten. Ich finde zwar so Bilder von Menschen ungemein interessant, aber ich verärgere niemanden, der für mich kocht, nur damit ich ein schönes Bild habe, ne? So, was haben wir da hinten noch? Ja, Bäume mit Efeu drumrum. Ah, da war ein Vogel. Da flatterte ein Vogel durchs Bild. Da ist er, ja. Und hier und da könnte auch die eine oder andere Maus zwischendrin auftauchen. Ja, noch ein bisschen Ballerkram. Ja, genau. Und seht mal genau hin. Die Rauchwölkchen der kleinen Explosion, die kann man super sehen. Also das, die Wärme einer Rauchwolke auf 100 Meter Entfernung kann das Ding sehen. Schon klasse. So, was haben wir hier? Oh, ich weiß schon. Da habe ich ein Stativ dabei gehabt. Da habe ich dann immer mit der Kamera mal so und zack, da ist es. Das ist so ein Teufelsmoor. Da ist eine Menge weit und breit. Also Viehwirtschaft, ne? Viele Wiesen, wenig Bäume, aber weites Gucken. Und da habe ich diese weißen Punkte gesehen und habe dann festgestellt, wahrscheinlich, ne? Weil es war im Winter ist es später Nachmittag. Das muss so 16 Uhr irgendwas gewesen sein. Da war schon
Noch nicht ganz dunkel, aber auf dem besten Wege dahin. Und die Vögel begeben sich zur Ruhe. Das sind Gänse. Einfach Wildgänse, die da vor sich hin. Entfernung habe ich, glaube ich, mal gemessen mit dem Laserentfernungsmesser. Das waren 278 Meter bis da hinten hin. Dann kann man mal sehen, wie weit, ne, was diese Zweifach-Zoom, Zweifach-Vergrößerung, ist ja kein Zoom, die Zweifach-Vergrößerung ausmacht. Und dass auf diese Entfernung wärmegedämmte Vögel glasklar ausmachen kann. Läuft er noch? Ja. Da ist, glaube ich, jetzt um den Fahrradfahrer durchgefahren oder so was. Deswegen dieser Schatten eben. Da hinten seht ihr es. Da bewegen sich Dinge. Und ich weiß mittlerweile, das da vorne ist der Hund und das dazu ist Herrchen. Also keine geheimnisvollen Viecher, sondern da läuft halt einer. Aber wie gesagt, hier überall in der Gegend, alles was Natur ist, Herrchen und Hund. Oder Herrchinnen und Hund. Also Herrchende. Die herrchende Klasse. Ha! Oh, ist der flach. Der Genderwahn hat mich erwischt. Ja, so sieht das aus, wenn ich den Laser, den Laserentfernungsmesser einschalte. Dann kriege ich ein Eck, das mir anzeigt, wo der Laser hinleuchtet, damit ich genau zielen kann. Warum der ins Videobild mit eingespeichert wird, nicht aber die Entfernung, keine Ahnung. Ich tippe schlicht auf einen Programmierfehler. Da hat jemand Mist gebaut. Das ist alles. Irgendwer hat es nicht ausprobiert. Und als das Ding am Markt war, haben sie festgestellt, ups, ja, ist halt so, ne? Und jetzt ziehe ich damit auf die Flattertiere und sage, 278 Meter. Ja. Gut. Wie weit sind wir ja fast durch, ne? Ihr seht auch, ihr seht den Mauspointer und ihr seht hier unten die wie heißt das Ding noch hier? Progress Bar heißt das, glaube ich. So, ich habe noch ein nächstes Video. Das ist, glaube ich, dichter dran. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ah, da haben wir jetzt so einen Fall gehabt. Nee, das 1 Minute 26. Genau, der Timer hier, der war irgendwo hier hinten. Und jetzt ist er wieder an den Anfang gesprungen. Deswegen muss ich mal ein bisschen aufpassen, was ich da eigentlich mache. Das hier ist Gebäume. Das ist also wie so eine sehr sumpfige Landschaft. Und da hinten sitzt tatsächlich ein Vogel. Da flattert ein Vogel. Keine großen, das ist so kleiner als Krähe. Ich hatte so den Verdacht, dass hier sowas wie eine Bachstelze oder sowas. Aber direkt hier vor ist nämlich Wasser. Und, aber ihr seht auch, dass in diesem, na, das ist scharf gestellt, dass in dieser Umgebung spät nachmittags die Bäume schon die gleiche Temperatur wie die Umgebung haben. Das heißt also, es ist relativ lange wahrscheinlich eine identische Temperatur gewesen. Wir haben das ja vorher gesehen bei den Silvesteraufnahmen, dass die Bäume sehr hell waren. Das heißt, dass es wahrscheinlich tagsüber warm, wärmer war und dann nachts kalt wurde. Und hier haben wir den Zustand, alles ist kalt. Und dann sieht man halt auch nicht mehr viel, ne? Ich muss mir das ne abgewöhnen. Das übertreibe ich in letzter Zeit ein bisschen, ne? Ja, da, Vogelfiech. Das da vorne war ein Radfahrer eben, ne? Aber das hier ist tatsächlich, ich dachte, es wäre eine Maus, aber da Mäuse nicht fliegen können, ist es irgendein relativ kleiner Vogel. So, Radfahrer und mit dem unvermeidlichen Hund dabei. So sehen Menschen aus mit der Wärmekamera und der Hund. Der Mensch ist offensichtlich besser wärmegedämmt als der Köter. Ja. Dann suche ich wieder nach Getier, finde keins und beende vermutlich das Video. Ja, passend. Ja, ich bin jetzt ein Stück dichter dran, deswegen sieht man auch hier vorne, das ist eine Wasserfläche. Da sitzt das Viech, hoppelt da rum und pickt Würmer aus der Nase. Ja, spiegelt sich auch im Wasser sehr schön. Auch da wieder der Hinweis, ja, Wärme kann man spiegeln. Also mehrere Spiegel dahin stellt, hat man plötzlich mehrere Ziele. ja, hüpf, sagt der Vogel, hüpf. Hat sich wahrscheinlich einen Barsch aus der Pfütze gepult. Oder auch nicht. Läuft es noch? Ja. Mit dem Stativ. Ja, jetzt schwenke ich einmal so eine Landschaft und sehe alles tot. Normale Kulturlandschaft. Wir haben ja keine Naturlandschaft in Deutschland. Wir haben eine Kulturlandschaft. Und in der Kulturlandschaft ist mit den Arten so eine Sache. Abartig sind einige Leute. Was war das jetzt? Ah, ja. Auch das nochmal. Irgendwie, ich muss nach oben scrollen. Ich dachte, ich würde hier ein paar Videos vermissen. Es kommen noch ein paar sehr interessante. Ja, nochmal Vögel. Hier unten seht ihr den Fortschrittsbalken.
Aber so ein Vieh, eine Baumreihe weiter, ganz weiter hinten und man sieht es glasklar. Da ist ein Vogel. Da fliegt der Regen rum und sagt Gra, Gra oder was ähnliches. Verstehe ich eh nicht. Nett, muss es heißen. Verstehe ich eh nicht. Da sitzt er direkt am Bach. Der saß in einer Pfütze. Wobei die Pfützen hier also Quadratkilometer groß sein können. Es war noch vor der Flut, soweit ich mir erinnere. Ah, hier. Es wird Abend. Die Vögel sitzen in den Bäumen und suchen sich schon mal die Schlafplätze. Und nichts davon war, ohne diesen Apparillo zu sehen. Die Vögel nicht zu sehen, es waren teilweise die Bäume nicht zu sehen, weil die Bäume natürlich so auch ohne Laub so eine Art graues Irgendwas vor einem dunklen Hintergrund bilden. Ja, aber auch hier wieder, ne? Rundherum lebt nichts. Da ist nichts. Ja, kein Baum, kein Strauch, keine Maus. Im Sommer wird es bestimmt interessant. Wir sind in diesem Bereich sind mir schon Fasane über den Weg gelaufen. Also es gibt da so einiges. Und ja, wir sehen auch noch Bambis hier. Auch da wieder eine Baumreihe weiter. Habe ich mich gefragt, was mag das sein? Vielleicht Karnickel? Aber ich glaube, dass es da zu nass für Karnickel ist. Weil die müssen ja Löcher buddeln. Und wenn sie nicht schwimmen können und schweren Atemschutz haben, wird das mit einem Loch in so einer Sumpfgegend schwierig. Also Vogel. Offensichtlich habe ich den einfach stehen lassen, weil das Stativ stativt. Ja, nochmal in die Gegend gucken, lebt nix. Ja, die habe ich so aus dem, das ist einfach nur ein paar Gänse, auf dem Weg nach Norden im Zweifel, nein, Entschuldigung, nach Süden selbstverständlich. Das ist vor dem Himmel, also glühende Punkte vor Himmel. Ich habe gleich beim nächsten, habe ich noch eine Ladung Viecher. Und zwar auf den letzten Drücker erwischt, weil ich laufe so vor mich hin, das Stativ mit der Kamera so unterm Arm geklemmt, also mit der Wärmebildkamera. Und dann höre ich so tosendes, also wirklich ein Brausen höre ich so über mir. Erstmal geguckt, wo kommt es her? Dann, da oben. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, 10 Meter hoch waren die vielleicht. Und dann volle Dröhnung. Viele, viele Viechers. Ja, das war jetzt auf dem Rückweg. Herrchen mit Hund, Gänse. Das ist eigentlich nur aus einem anderen Winkel. Oh, ich sehe gerade, da bin ich auch wieder auf dieses gespeicherte Guckposition reingefallen. So, da hinten, das ist wohl irgendwie eine Laterne an einem Haus. Das sind, wie gesagt, die vermutlichen Gänse. Und hier dachte ich erst, oh, ein Reh. Aber nein, das ist wieder Herrchen mit Wauzi. Da hinten irgendwie in der Gegend rumbückeln. Was macht das für eine Entfernung sein? Vielleicht 200 Meter. Ich habe es nicht nachgemessen. Es metert 200-fach vor sich hin. Uff, sage ich nur. So, daran ändert sich jetzt auch nicht mehr viel. Das ist ein Stativ. So, praktisch ist natürlich, wenn man jemanden filmt, das ist mit dem Persönlichkeitsschutz, wird das nichts, weil erkennbar ist er vielleicht als Mensch, aber nicht als Person. Das ist jetzt... Guck mal, hier schon wieder ganz am Ende gewesen. Mal gucken. Nee, das ist ein Video zurück, ein Video vor, ja, wenn das geht. Das ist jetzt etwas südlich von mir, südöstlich von Osterholz-Scharmbeck. Wie soll man das nennen? Das sind auch so Wiesen. Das ist schon nach der Überschwemmungszeit. Deswegen sieht man auch hier, dass hier riesige schwarze Wasserflächen sind. Die sind aber nicht wirklich schwarz, sondern die spiegeln einfach nur den schwarzen Himmel. Es ist nicht nachts, es ist heller Tag mit Sonnenschein. Aber wie gesagt, der Wärmebildkamera ist das wurscht. Und hier hinten flattert irgendwas rum. Keine Ahnung, was da flattert, aber es ist da. Die Bäume sind deutlich heller. Das wird wahrscheinlich an der Sonneneinstrahlung liegen. Man sieht auch hier diverse. Ne? Dafür, dass man sonst nichts sieht, gibt es hier echt viele von diesen Yachtunterständen. Und die sind auch alle schön hell, weil die von der Sonne natürlich so richtig schön seitlich angestrahlt werden. Die Sonne steht im Winter ja eher tief. Ein Tiefsteher, diese Sonne. Noch einer. Jetzt kommen gleich noch Verkehrsschilder, genau. Das ist so ein Wanderweg, also da fährt eh keiner drauf. Zumindest keiner, der nicht irgendwie jagdlich oder landwirtschaftlich unterwegs ist. So, und hier ist jetzt interessant, Schilder. Von der Sonne schön warm geleuchtet, aber man kann mit der Kamera nicht lesen, was draufsteht. Weil Farben interessieren das Ding nicht, Licht interessiert das Ding nicht, interessiert nur Wärme. Ja, und dann sind halt die Schilder da, ne? Auch die Metallrohre hier von der Schranke. Das dahinter sind, wenn ich mich recht erinnere, Heuballen. So, nochmal Tektonik, die mich so durchstellt. Da hinten ist irgendein vermutlicher Vogel.
Jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier wirklich ein Video weiterspringen kann. Das wäre natürlich nützlich. Nee, er geht nur an Bildende. Na schön, dann müssen wir es eben manuell hier mit der Maus machen. Ja, das sind weite Wasserflächen. Ne? Steht überall das Wasser, ziemlich hoch. Das ist so, wir sagen, wenn der Fluss... Was, ist echt schon? So kurz? Sicher? Ja, 40 Sekunden, aber durch die 40 Sekunden wollen wir doch wenigstens haben. Da noch ein Hochstand. Ja, also wie gesagt, das wird alles überschwemmt. Das ist alles ganz flach hier, ne? Norddeutschland halt. Ich hingegen, ich sitze 27 Meter über Grund. So ab 15 Meter Wasserhöhe kann ich anfangen, mir Sorgen zu machen. Aber ansonsten bin ich hier vollkommen immun gegen Überschwemmungen. Ja, auch Steinschlag gibt es hier eher selten. Lawinen, Muränen. Noch ein Hochstand und noch einer. Also da gibt es eine ganze Menge von. Ich hatte hier, das dachte ich zumindest, irgendwo noch ein Auto, das so am Horizont quasi entlang fährt. Aber das scheint irgendwie verschütt gegangen zu sein. Da ich jetzt mal sicherheitshalber hin. Ah, Bambi. Das sind jetzt endlich mal. Da bin ich auf einer Stichstraße weg von dieser weiten Fläche eben. So eine lange, schmale Straße, eine Autobreit ungefähr und rechts und links halt viel Wiese und dahinter so Baumreihen. Und dann bleibst du mal stehen, guckst du mal und ha! Bambi, da haben wir sie endlich erwischt. Ich hatte an dem Tag sogar mein Fernglas dabei, ein 10x40. Ich habe die Viecher nicht gesehen, auch mit dem Fernglas. Ich wusste genau, wo sie sind. Ich habe sie auch mit dem Fernglas nicht sehen können. Die Viecher sind so verdammt gut getarnt. Einer steht irgendwie noch auf und kraucht in der Gegend herum und da habe ich seinen Hintern zumindest gesehen. Da konnte ich sehen, grau, bisschen helleres Fell und so graubraun würde ich es nennen. Und dann ja auch irgendwie 1,5 Meter hoch, dann sieht man es schon mal. Aber hier den da auch mit den spitzen Ohren, der da im Gehölz sitzt, keine Chance. Auch 10-fach vergrößert, nichts zu sehen. Da genau, den Burschen, ne? Den habe ich jetzt gefilmt. Und wenn ich gleich die Kamera weglege, dann habe ich schnell das Fernglas noch rausgekramt. Da hat er sich schon umgedreht, gesäßt zu mir und war da am Äsen. Und ja, Bambi, endlich, ja, endlich Bambis gesehen, ja! Also es funktioniert. Ich finde das Ding einfach toll. Immer wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man so in die Walachei und einfach mal in die Landschaft gucken. Sie sind da, die Tiere. Man sieht sie nur normal nicht. Auch die hätte ich im Leben nicht gesehen. Entfernung 150 Meter, schätze ich jetzt mal. Ist traurig, dass ich schätzen muss, obwohl ich ein Laserentfernungsmesser habe. Aber wenn ich den laufen lassen würde, wüsste ich es zwar, aber hätte es längst vergessen, bis ich es jetzt hier wieder sehe. Da habe ich mich noch einmal umgedreht und einmal so eine Quere und Eikugel da. Was haben wir denn dorten? Es könnte Herrchen mit Hund sein, aber ich glaube, das sind tatsächlich noch zwei Rehe, die da rumstehen. Eins liegt, eins peilt in der Landschaft umher. Ja, habe ich also tatsächlich doch noch mal Rehe mit dem Ding gesehen, die ich sonst nie gesehen hätte. Im Leben nicht. Ja, ansonsten ist da auch nichts, ne? Kein Vogel, kein gar nichts. Selbst Mäuse würde ich wahrscheinlich sehen. Ich müsste das mal ausprobieren. Ich weiß, dass ich hinterm Haus Mäuse irgendwo habe. Die der Nacht zumindest auch. Oh ja, hier, meine ganz persönlichen Freunde. Ich war ja durchaus sympathisch mit diesen Landschaftsanforderungen, den Gärtneranforderungen, bis ich dann in den, bis sie mich blockiert haben. Da war der Bart ganz schnell ab. Das war dann eben nicht so, wir fahren zu einer Demo und da gibt es dann logischerweise Verkehrsbehinderungen. Nein. Die haben dann Autobahnausfahrten, Verkehrsknotenpunkte, die Umgehung für die Verkehrsknotenpunkte haben sie gesperrt. Sie sind dann mit dem Trecker auf den Schleichstraßen so mit 5 Stundenkilometern gefahren, dass da auch wirklich keiner vorbeikam. Das war also, hat mit Demo nichts zu tun, das war für mich reiner Terrorismus. Da ging es nur den Leuten darum zu zeigen, hey, wir Bauern sind auch Klimakleber, nur mit 5 Tonnen Dieselaggregat dabei. Und seitdem ist meine Sympathie leider null. Auch weiterhin, ne? Ich verstehe, wenn sie sauer sind. Jeder will, dass er mehr Geld kriegt, ist klar. Wenn die zu einer Demo fahren oder auf einer großen Demo sind, alles gut. Aber dieses, wir ärgern möglichst viele Menschen. Wie Klimakleber. Niente, nix. Da ist bei mir sofort die Klappe zu. Ja, und so sieht das dann halt aus, ne? Träge vor sich hin. Das war der Stau. Das war irgendwie 7, 8 Uhr morgens. Das hat schon um 5 Uhr früh angefangen. Und vor allen Dingen haben die Herrschaften auch festgestellt, hey, so ein Trecker hat ja auch eine Hupe. Da ging 5 Uhr morgens ging das Gehupe los. Das ist eine Hauptverkehrsstraße vor meiner Tür.
Ja, Stau in die eine Richtung, Stau in die Richtung, Alarm. Und das war noch lange, bevor es richtig losging. Ja, aber so sah das denn schon so gegen 7, 8 Uhr morgens aus. Auch hier wieder sehr interessant zu sehen, die entgegenkommenden Autos. Durch die Scheiben kann man nicht gucken. Auch bei den Trägern, man kann die Nummernschilder nicht lesen. Und man kann auch durch die Scheiben ins Fahrerhaus nicht hineingucken mit einer Wärmebildkamera. Das geht nicht. Na, das ist die Gegenrichtung. Ne? Man sieht man auch hier, man kann nicht reingucken. Wir sehen auch hier überall die Wärme von Scheinwerfern und natürlich von Auspuff. Aber das Licht von Scheinwerfern, da sieht man nichts von. Da sieht man also, dass die Lampe glüht. Bei dem hier glüht gar nichts. Der hat wahrscheinlich LED. Oder er fährt ohne Licht, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ja, und so sieht also ein Trecker im Wärmebildformat aus. Auch hier, das Profil ist relativ grell und bei späteren Bildern kann man auch noch sehen, ein zwei Menschen, guck mal, wie weit der weg ist, im Dunkeln, glasklar zu erkennen. Und man sieht bei den Treckern sehr schön, dass die Achsen warm werden. Habe ich hier nochmal eine andere Richtung eigentlich ursprünglich gefilmt. Guck mal da oben, Vogel. Ansonsten tote Hose, nur ein Vogel, das war alles. Dann ganz kurz, ne, beim Rüberscrollen, habe ich gedacht, vielleicht sind das hier noch Kühe. Habe ich im Dunkeln nicht gesehen, war pechschwarze Nacht ja noch um 8 Uhr früh oder 7 Uhr früh, das weiß ich nicht mehr genau. War finster, Winter. Aber es könnte auch Heuballen sein, die sind in meiner Erfahrung nach ein bisschen wärmer. Wenn die anfangen zu gammeln, dann produzieren die auch Wärme. Aber es könnten auch Brutkühe gewesen sein. Aber auch hier in den Bäumen nichts. Da pennt auch kein Vogel. Letztes Video übrigens, ne? Ich hab's gleich geschafft. Da oben ist irgendwas möglicherweise. Ist wieder mein Dach, das da vor sich hinglüht. Vielleicht sollte ich doch Beleuchtung einbauen. Das ist sehr hübsch eigentlich. Ja, und jetzt kommen nochmal Träger ins Bild. Ja. Ich sag ja so, eine Zweifachvergrößerung ist schon ein bisschen viel, wenn man sich nur umgucken will. Eine Nullfachvergrößerung fände ich noch besser. Hier sieht man auch, die Verkehrsschilder sind kalt. Klar, Sonne hat nicht geschienen. Oh, na gut, Vollbild geht auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Apparillo hier mitmacht. Da sieht man, die Achsen sind warm, wahrscheinlich von der Bremse. Nun, hier ist klar, ne, Träger macht Wärme, der verbrennt ja der Umwelt zuliebe verbrennt er ja tonnenweise Dieselkraftstoff. Die Wärme muss irgendwo hin. Ja, zitter, zitter. Hier kann man es sehr schön sehen, ne, vorne. Ich vermute mal Bremse. Achte mal auf die Rücklichter. Ja, hier waren keine zu sehen. Auch hier wieder die Achsen schön warm. Die Rücklichter werden wahrgenommen als Wärmequelle. Auch die Rundumleuchten, die gelben Rundumleuchten oben drauf, die man nicht gesehen hat, auch die wurden wahrgenommen als Wärmequellen, obwohl es gar keine sind. So, das muss ich nachher rausschneiden hier, das ganze Durcheinander. Das sieht ja fürchterlich aus. Danke fürs Reingucken. Ich versuche mal davon mehr zu machen. Mehr Unsinn. So. Oh, ist die warm. Boah! GoPro 8. Sonne 8, oder? Knallwarm. Boah! Wusste ich gar nicht, dass das Ding dermaßen warm wird. So. Wie gesagt, ich werde versuchen, mehr irgendwie interessante Bilder mit der Wärmekamera zu kriegen. Wir werden sehen. Na, ich kann nicht den ganzen Tag durchs Gehölz streichen und hoffen, dass ich da irgendwo einen Wolf sehe. Die kommen wahrscheinlich auch eher unverhofft, die Wölfe. Oder ein Eisbär oder was sonst so rumläuft. Weil eher schon, also Hunde und Spaziergänger gibt es bestimmt reichlich hier. Vielleicht gibt es auch immer wieder Karnickels. Als ich hier eingezogen bin, vor 30 Jahren. Und zwei Dinge sind verschwunden. Die Maschinengewehrsalven vom Truppenübungsgelände, die habe ich, wenn der Wind richtig stand, habe ich die bis hierher gehört. MG42, beziehungsweise MG3 heißt es heute. Und Karnickels. Wir hatten jeden Abend hier auf der Wiese nebenan, wo eben die Kühe oder die möglichen Kühe standen, da hatten wir Karnickels rumhoppeln die Nacht. Nix, gar nichts mehr, schon seit zig Jahren. Wahrscheinlich zu viele Katzen, ich weiß es nicht. Naja, nun, so ist es halt. Ich danke euch fürs Reingucken. Hoffentlich in Zukunft mehr davon. Und bis zum nächsten Mal, sagt der Mann, der seine Kamera ganz alleine ausschalten muss. Zum Glück nur mit dem Mausklick. Hoffentlich verbrennt sich der Mauszeiger an die heißen Kamera. Ha!